zu unserer Veranstaltung Wenn PKV, dann richtig. Mein Name ist Jan Ross, im Hause der Inter bin ich für den Maklervertrieb verantwortlich und freue mich sehr, heute mit Ihnen diese Tagung gemeinsam erleben zu dürfen. Wenn wir uns ganz kurz anschauen, was haben wir eigentlich heute gemeinsam vor, dann werden Sie das im Vorfeld sicherlich begutachtet haben. Ganz konkret bedeutet das, wir werden ein Stück weit einsteigen in das Thema. Wir sind mittendrin in der Begrüßung, so circa bis 10.30 Uhr. Anschließend werden wir einen tiefen Blick darauf werfen, auf die Marktsituation im Bereich PKV, in der PKV-Beratung im Speziellen, Vergleichssoftware uns anschauen, auch ein Stück weit die ersten Musterfälle und die dazugehörigen Leistungen uns anschauen. Nach einer Pause von 12 Uhr bis 12.45 Uhr werden wir dann nochmal konkreter in einzelne Musterfälle einsteigen und am Ende dann auch ein bisschen auf das Thema Teste, Testberichte und entsprechende Ratings und Rankings schauen. Sehr begrüßen darf ich auch unseren heutigen Kollegen, der die Veranstaltung mit mir gemeinsam gestaltet. Das ist der Herr Eschner und wir werden gemeinsam Sie heute durch den Tag begleiten. Ganz kurz möchte ich ein paar Worte zur Inter richten, an Sie richten. Wo kommen wir her? Für was stehen wir eigentlich? Und ich habe es mal versucht, unter drei Schlagworte zu fassen. Die Inter ist als Maklerversicherer für Sie jeden Tag von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Das beschreiben wir mit Service. Wir haben ja auch drei Leitworte: Kompetenz, Fairness, Vertrauen. Auch so wollen wir letztlich den Service mit Ihnen leben. Das heißt, wenn Sie uns erreichen, und Sie erreichen uns eben in dieser Zeit auch, was ja wichtig ist, dann möchten wir Sie auch kompetent bedienen, einen großartigen Service leisten. Im konkreten Beispiel anhand von Krankenversicherung bedeutet das auch, dass Sie uns beispielsweise bei uns Angebote anfordern können. Natürlich zur Krankenversicherung, aber Sie würden auch von unserer Seite immer konkret auch Vergleichsangebote mitgeliefert bekommen, wenn Sie einfach auch die Vergleichsreferenzangebote dazu anfragen möchten. Dann haben Sie direkt auch eine Orientierung des Angebotes. Das heißt, nutzen Sie unseren Maklerservice oder auch gerne online, wo Sie selber rechnen können. Wir nennen das immer ein Stück weit barrierefrei, weil Sie ohne separates Login oder Passwort direkt auf inter-makler.net auch unsere Tarife rechnen können, nämlich in unseren Online-Rechnern, ohne dass Sie sich nochmal separat dafür einloggen müssen. Die Inter in Zahlen, Daten, Fakten, da könnte ich Ihnen jetzt natürlich eine große Broschüre an die Hand geben, wo alle Rankings drin sind, wo alle Ratings drin sind, wo Sie nochmal ganz genau detailliert nachlesen können, wo stehen wir da eigentlich. Was uns sehr stolz macht, sind aber zwei Dinge, die ich heute ganz gerne erwähnen möchte. Zum einen ist es die Hochstufung von Software in dem Unternehmensrating im Augenblick auf die Stufe hervorragend, also ja auf die höchste Stufe mit den meisten Eulenaugen an der Stelle. Auf der anderen Seite aber auch unser nachhaltiges A über Assicurata, was wir jetzt seit einigen Jahren halten, mit einem sehr guten Ausblick. Und von Assicurata wird uns eben hier auch bescheinigt, dass wir eine sehr gute Unternehmensqualität aufweisen. Dazu führt sicherlich auch, dass wir uns die letzten Jahre damit beschäftigt haben, wie stellen wir unser Unternehmen eigentlich auf, und haben uns deswegen auch eine sehr zukunftsweisende Unternehmensstruktur gegeben. Das ist vielleicht auch mal in der Presse so hochgekommen. Naja, die Inter verändert sich, die Inter macht jetzt aus der Inter-Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit eine Inter-Krankenversicherungsaktiengesellschaft. Warum tut man das? Und das tut man im Prinzip, weil wir auf nachhaltiges Wachstum setzen wollen und wir ja auch zwei damalige Töchterunternehmen hatten, nämlich mit der Inter-Sachversicherung und mit der Inter-Lebensversicherung. Und weil wir letztlich auch mit diesen beiden Töchtern natürlich weiter wachsen wollen, bedeutet all das Chancenpotenzial, was in diesen Töchtern drinsteht, bedeutet natürlich auch immer Risikopotenzial. Und warum sollen dann die krankenversicherten Kunden der Krankenversicherung diese Risiken mittragen? Deswegen haben wir es gleich geordnet und darüber ein Interversicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, das Gesamtunternehmen ist weiterhin ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, was uns sehr wichtig ist. Und darunter sind gleichgeordnet im Prinzip die Krankenversicherung als AG, die Lebensversicherung und unsere Sachversicherung sowie natürlich auch unsere Bausparkasse Mainz. Bei den Produkten können Sie immer davon ausgehen, dass Sie zwei Aspekte in der Regel finden werden. Das eine ist, wir stellen uns immer zielgruppenorientiert auf, und auf der anderen Seite ist es für uns wichtig, qualitätsorientiert uns aufzustellen. Aber diese beiden Aspekte werden wir im Verlauf der Veranstaltung heute auch noch detaillierter sehen. Wenn wir uns so ein bisschen den Markt anschauen, dann möchte ich jetzt gar nicht in Ihr persönliches Büroumfeld
mich hineinbegeben, sondern mir einfach so ein bisschen die Markttrends anschauen. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Befragungen, unter anderem auch von ProContra. Was ist eigentlich der aktuelle Produktfokus von Ihnen, von Ihren Kollegen, von den Maklern im Allgemeinen? Und das zeichnet sich ab, dass sich dort Sach mittlerweile sehr weit oben festgesetzt hat. Dann gibt es Arbeitskraftabsicherung, das hieß auch nicht immer Arbeitskraftabsicherung, früher stand da mal Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann gibt es die BAV, die PKV-Zusatz. Nehmen Sie mal diese gleiche Umfrage und gehen Sie mal 5 Jahre, 6 Jahre zurück, dann stehen da ganz andere Botschaften. Dann stand da drin Rentenversicherung, dann stand da drin Berufsunfähigkeitsversicherung noch als einzelnes Produktbild und dann stand da auch die private Krankenvollversicherung. Das heißt, die purzelt jetzt hier im Schaubild so ein bisschen unten raus. Und die Frage ist, wo ist sie hin? Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch sagen, viele sagen im Augenblick, Sache ist in, gehören wir mit dazu. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wird der Wettbewerb an dieser Stelle natürlich auch deutlich schwieriger. Das heißt, gerade die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sich im Augenblick sehr stark auf Sach fokussieren und sagen, das ist letztlich das neue Thema, bedeutet natürlich auch, dass sie sich mit einem deutlich härteren Wettbewerb auch auseinandersetzen müssen. Während im privaten Krankenvollversicherungsbereich tendenziell der Wettbewerb natürlich abnimmt, deswegen wird es aber bei weitem nicht leichter. Denn wenn wir uns die Umsatzerwartungen anschauen, dann sieht man natürlich, viele Kolleginnen und Kollegen erwarten auch weniger Umsatz oder maximal nur in etwa gleichen Umsatz. Nur 33% erwarten tatsächlich mehr Umsatz. Das sind aber in der Regel, wenn man nochmal dezidierter nachfragt, dann sind das meistens die Kolleginnen und Kollegen, die auch meistens eine Angestelltenstruktur haben, die meistens etwas breiter, professioneller aufgestellt sind oder in Zielgruppen agieren, sehr spezifisch orientiert sind. Dann wird meist doch einen etwas positiveren Ausblick gegeben für die Zukunft. Woran könnte dieses Gesamtbild ein Stück weit liegen? Das liegt sicherlich an den Herausforderungen, die wir so im Markt haben und jeder von Ihnen kennt diese. Bürokratie, Umsatzrückgang, Provisionsverbot, naja, oder nennen wir es mal Provisionsdeckelung, die wir ja in jedem Fall alle kennen, dass man immer mehr Beratungszeit aufwenden muss pro Kunde, die Neukundengewinnung sicherlich ein Stück weit schwieriger wird. Unser Dauerthema, unser Image, wie sind wir da gestellt und in der Kombination damit natürlich auch die Schwierigkeit vom mangelnden Nachwuchs. Deswegen, glaube ich, ist es gerade besonders wichtig, sich auf Themen zu fokussieren und diese Themen besonders professionell anzugehen. Denn je enger ich ein Thema fasse, desto professioneller kann ich in dieser Sparte oder in diesem Thema oder in dieser Zielgruppe natürlich beraten, betreuen und unterstützen. Und ich habe damit natürlich dann auch einen Konterpunkt zum Thema Bürokratie, weil wenn ich dann immer wieder das Gleiche in einem Themengebiet besetze, umso leichter tue ich mich vielleicht auch auf Dauer an dieser Stelle. Und wenn wir dann das enger fassen und das mal auf das Thema private Krankenversicherung münzen, dann sollte man sich natürlich die Frage stellen, na, warum ist denn die professionelle PKV-Beratung eigentlich ein Schatz? Und mit Schatz würden wir ja alle gemeinhin immer so unseren Liebsten oder unsere Liebste benennen, aber im Versicherungsbereich, im Maklerbereich im Besonderen ist der Schatz vielleicht auch etwas mehr, es ist nämlich unser Bestand. Den Bestand, den wir über Jahre hinweg aufbauen und der Bestand, der sich irgendwann aufbaut und vielleicht verkauft wird, vererbt wird, weitergegeben wird, wie auch immer, aber es ist ein Stück weit unser Lebenswerk, was wir an der Stelle aufbauen. Und das, was ich jetzt hier aufgelegt habe als Folie, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Strickmuster von Burda. Und bei dem Strickmuster von Burda ist es aber so, das ist eigentlich die Bestandsbewertung. Das heißt, das ist eigentlich das, was Ihren Bestand ausmacht, Ihr Bestandswert. Und ich möchte Ihnen diesen Bestandswert ganz kurz erläutern. Sie sehen in der Mitte so eine schwarze Linie, die so nach oben hindurch geht. Und diese schwarze Linie, die symbolisiert mal die Situation, an diesem Punkt möchten Sie jetzt mal Ihren Bestand bewerten. Und jetzt kann man natürlich den Bestand nach unterschiedlichsten Maßgaben bewerten. Sie können das über den Daumen peilen, Sie können irgendwelche Faktoren anwenden, worüber man sich redlich streiten kann. Was ist denn jetzt der richtige Faktor dafür? Zweifach, dreifach, x-fach. Das ist an der Stelle aber irgendwie nicht wirklich auf den Bestand gemünzt. Und deswegen gibt es ein recht klares Verfahren und das ist hiermit symbolisiert, das ist die Discounted Cashflow Methode. Zu der Discounted Cashflow Methode gehen Sie von Ihrem Bestandsbewertungszeitpunkt einfach mal 3 Jahre in die Vergangenheit. Deswegen hier weiter auf die linke Seite. 3 Jahre in die Vergangenheit deswegen, weil Sie möchten bemessen, in welcher Art und Weise hat sich denn der Bestand abgerieben? In welcher Art und Weise haben Sie Kunden verloren?
Verträge verloren. Und es muss ja nicht nur an Ihnen liegen, es kann auch sein, dass ein Kunde mal stirbt, es geht mal ein Vertrag ins Storno. Also das heißt, das sind die unterschiedlichsten Themen, die da reinspielen. Am Ende gibt es eben eine sogenannte Abriebquote. Und das ist hier mit dieser roten Linie, die so ein bisschen nach unten verschwindet, gemeint. Das heißt, vor 3 Jahren hatten Sie Kunden, zum Beispiel den Kunden Müller, Meier und Schulze. Und von Müller, Meier und Schulze ist halt heute nur noch Müller und Meier da. Sie haben zwar zusätzlich auch noch den Herrn Meier nochmal wieder neu aufgebaut oder da noch einen Vertrag angebündelt, aber grundsätzlich haben Sie ein Stück weit auch Kunden bzw. Verträge verloren. Und das ist gemeint mit dieser Abriebquote. Und diese Abriebquote, die setzt man voraus, dass die sich die nächsten Jahre fortschreiben wird. Ganz egal, in welche Hände der Bestand gelangt, ganz egal, wie sich der Bestand weiterentwickelt in der Realität, aber tatsächlich ist es so, man nimmt die Abriebquote als gegeben an und schreibt die im Prinzip in die Zukunft fort. Und das ist mit der weiteren roten Linie gemeint, von der aus diese grünen Striche auf das heutige Niveau zurückfallen. Warum diese grünen Striche? Weil das ist dann der Discounted Cashflow, das heißt, das sind dann die Werte in Zukunft, die der Kundenbestand in Zukunft an Bestandsprovision abwirft. Und diese Eurobeträge diskontiere ich auf das heutige Niveau. Das ist nicht so schwer heutzutage, weil es gibt eh noch kaum Zinsen, also von dem her haben Sie eigentlich fast entsprechende Beziehung auf das heutige Niveau, was Sie dann entsprechend abzinsen können und haben in Summe dann den Bestandswert. Über wie viele Jahre man das führt, das ist dann wieder ein Stück weit Verhandlungssache. 3, 4, 5 Jahre sind so die gängigen Methoden an der Stelle und dann haben Sie den Bestandswert. Aber warum das Ganze? Ich wollte ja auf das Thema kommen, warum die professionelle PKV-Beratung ein Schatz ist. Naja, je mehr Sie natürlich in Ihrer Beratung letztlich darauf abzielen, rein auf das Gewinnen von Kunden, umso mehr haben Sie natürlich auch hinten raus eine stärkere Abriebquote. Umso mehr Sie sich letztlich darauf fokussieren, die Kunden langfristiger zu betreuen, desto geringer ist im Schnitt Ihre Abriebquote. Das heißt, der Wert Ihres Bestandes wird tendenziell steigen, je enger Sie eine Bindung zu Ihren Kunden aufbauen, je intensiver Sie letztlich vorne die Beratung dann auch darstellen. Und das Gegenteil von dieser professionellen Beratung ist letztlich genau das, was wir aber gemeinhin draußen finden. Das ist auch das, was es uns ein bisschen schwieriger machen lässt, letztlich Neukunden zu finden, weil das ist die Beratung, wie sie aktuell in dem Online-Bereich suggeriert wird. Ich gebe ein, PKV-Vergleich, ich finde eine Anzahl an Möglichkeiten, natürlich alle mit vielen Sternchen versehen und ich will die überhaupt gar nicht individuell beurteilen, aber teilweise kann ich eben exemplarisch mir da rausziehen, ich kann gewünschte Leistung heute mit 3, 4, 5 Eingaben mir zusammenstellen und habe damit scheinbar meinen persönlichen Versicherungsschutz. Und auf dieses Thema exakt werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Die Frage ist natürlich tatsächlich, wie nachhaltig ist dann entsprechend diese Entscheidung des Kunden und wie lange fühlt er sich daran gebunden, wie nachhaltig ist also auch seine Kundenbindung. Also meine Damen, meine Herren, auf was kommt es eigentlich wirklich an? Kommt es auf den Tarif an oder auf die Bedingungen? Ist es der Preis oder die Leistung? Sind es Beitragsanpassungen, Bilanzkennzahlen, Kennzahlen des Versicherungsunternehmens, vielleicht Assistenzleistungen, Vergleich, Kosten nach Steuern, Kosten im Alter? Oder sind es Ratings, Rankings, sind es Siegel, Triple Fs, A+, da gibt es eine Vielzahl an Messkriterien, anhand ich das festmachen kann. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist eins entscheidend. Ankommen tut es eigentlich auf denjenigen. Das heißt, es ist am Ende des Tages nicht wirklich entscheidend, wer hat welches Siegel da drauf geschrieben, sondern eigentlich muss derjenige, nämlich Ihr Kunde, muss doch am Ende des Tages sagen, da mache ich mein persönliches Siegel drauf. Ich fühle mich bei diesem Versicherer exakt gut aufgehoben. Und Sie als Berater haben letztlich die Aufgabe, ihn genau an diese Stelle hinzuführen und ihn aber auch über alles aufzuklären und zu informieren. Und das sagt sich natürlich so leicht, aber letztlich am Ende kommt es auf Ihren Kunden, auf die Anforderungen des Kunden und auf die Bedarfssituation des Kunden an. Und so bunt, wie wir hier sie sehen, so sind ja auch die Kunden, nämlich alle mit individuellen Bedürfnissen. Und wenn wir dann in Zielgruppen schauen, dann möchte ich exemplarisch einen unserer Tarife mal rausnehmen, unseren Tarif für gut verdienende Angestellte, für gut verdienende Selbstständige, für Freiberufler, für Gesellschafter, Geschäftsführer. Also Tarife, die ein hohes Kundeninteresse haben, aber andererseits auch Kunden, die ein hohes Tarifinteresse haben und letztlich es wertschätzen, einen hochwertigen Versicherungsschutz zu haben. Unser Interqualimet
hat eine unterschiedliche Ausprägung, nämlich je nach Variante, die ich wähle, entweder in Selbstbehaltsstufen oder auch von Basis-Exklusiv bis Premium in unterschiedlichen Leistungskategorien. Durchgehend ohne Primärarztprinzip, keine SB, auf Vorsorgeleistungen, auf Schutzimpfungen, auf Zahnprophylaxe, auf Früherkennungsuntersuchungen. Somit belasten diese natürlich auch den BRE-Anspruch an der Stelle nicht. Keine SB durchgehend auf die stationären Leistungen, die Leistungen auch oberhalb der Gebührenordnung für Ärzte, Optionsrecht, Weltgeltung für 6 Monate. Leistung im Rahmen der Elternzeit, 6 Monate beitragsfrei bei Elterngeldbezug. Und ich glaube, das ist an der Stelle wichtig und von was wir uns auch noch deutlich mehr differenzieren können, wir leisten ja nicht nur den finanziellen Ersatz, sondern in vielen Fällen können wir neben der finanziellen Ersatzleistung auch einfach unterstützend tätig sein. Mit individuellen Dienstleistungen, eben mit hochwertigen Assistenzleistungen. Das ist meist so die Broschüre, die man irgendwie noch dem Kunden vielleicht nochmal mitgibt, nochmal sagt, ah, das haben wir auch noch. Aber eigentlich ist das eine Leistung, die, wenn es mal wirklich drauf ankommt, wirklich einer hochwertigen Leistung entsprechen kann. Dazu gab es auch kürzlich ein Interview von einer Kundin, die das auch wirklich mal erlebt hat, dass sie unser aktives Fallmanagement in Anspruch nehmen durfte und damit natürlich erfahren konnte, was ein Versicherer neben der reinen Geldleistung auch noch imstande ist zu leisten. Also ich empfehle Ihnen sehr, sich auch vielleicht mit Ihnen, mit den einzelnen Versicherern mal auseinanderzusetzen, was für Assistenzleistungen da auch gegeben werden, weil das ist eine Leistung, die neben der finanziellen Leistung teilweise vielleicht noch wirklich viel mehr ausmacht, in harten Fällen eine Unterstützung von Seiten der Versicherung auch zu erfahren. Bleiben wir aber bei unserem Qualimed und so individuell wie eben der einzelne Kunde ist, so individuell wird ja wahrscheinlich auch sein Lebensverlauf sein. Und deswegen kommt es wahrscheinlich darauf an, dass es aktive Umstellungsmöglichkeiten auch während der Vertragslaufzeit gibt, dass er ohne Wartezeit und ohne Gesundheitsprüfung in andere Tarifbereiche wechseln kann. Zum Ende des 3., 5., 10. Versicherungsjahres haben wir das vorgesehen beim Qualimed, aber natürlich auch bei Statuswechsel der beruflichen Tätigkeit, genauso wie bei Arbeitgeberwechsel. Und wenn wir bei Zielgruppen sind, dann möchte ich heute ganz gerne noch eine Zielgruppe mal besonders betonen, das sind die Humanmediziner. Die Humanmediziner nicht nur deswegen, weil wir da gerade einen neuen Tarif rausgebracht haben, sondern auch deswegen, weil es aus unserer Sicht eine unglaublich spannende Zielgruppe ist. Und nachfolgenden Chart, da könnten wir eine gesamte Tagesveranstaltung nochmal draus machen. Und können Sie sich auch gerne mal anschauen. Wir haben dazu auch ein Webinar auf inter-makler.net online, was Sie sich anschauen können, nämlich genau die Beratung im Rahmen des Lebenszyklus eines Humanmediziners, die wir hier für Sie zur Verfügung stellen. Um was geht es dabei? Gerade der Humanmediziner hat eigentlich einen relativ eindeutig geprägten Lebensverlauf, was zumindest seine Versicherungsthemen angeht. Er hat eine recht lange Studienzeit, er hat danach noch eine recht lange Zeit als Assistenzarzt, bis er zum Facharzt ausgebildet wurde. Bedeutet, in dieser Zeit hat er eigentlich noch gar nicht die finanziellen Mittel. Er ist eigentlich interessiert an einem günstigen Versicherungsschutz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, er hat aber die ganz klare Perspektive, später in die Krankenvollversicherung wechseln zu können oder er ist krankenvollversichert und möchte später vielleicht einen höherwertigen Schutz aufweisen. Und deswegen haben wir unsere gesamte Palette auch entsprechend der einzelnen Aspekte ausgerichtet. Jetzt penetriere ich sie mit Tarifkürzeln JAZ über JAK, JA bis hin aktuell jetzt zu unserem JA Best, unserem besten Tarif in diesem Segment, um den Arzt wirklich über diese einzelnen Schritte im Leben begleiten zu können. Daneben natürlich die ganzen Produkte im Rahmen Tagegeld, wo es auch Feinheiten gibt, dass man darauf achten sollte. Selbst wenn einer angestellt ist im Krankenhaus, hat er im Zweifel vielleicht die Ermächtigung, auch privat liquidieren zu können, was letztlich dann auch bedeutet, er sollte auf der einen Seite das Tagegeld als Angestellter haben, auf der anderen Seite aber auch ein Tagegeld für diese Ermächtigung, nämlich als Selbstständiger. Und das sind dann die Feinheiten, und darüber können wir Sie gerne informieren, haben aber eben auch die passenden Produkte. Aber dann sind Sie wirklich eng in einer Zielgruppe drin und Ihr Gegenüber wird verstehen, Sie kennen sich aus mit dieser Zielgruppe und Ihnen somit das Vertrauen schenken. Und dann sollte natürlich auch die Qualität des Produktes stimmen. Deswegen nur schematisch ein Überblick darüber, wie wir uns positionieren. Sie sehen hier verschiedenste Tarife. Das ist der JA Best, das ist der JA, unser zweiter Arzttarif, dann unser Qualimed. Und diese einzelnen Tarife, da sehen Sie Farben und eigentlich geht es
In dieser Folie nur um die Farbgebung, dass Sie feststellen, gelb ist so der Marktdurchschnitt, rot ist so ein bisschen schlechter als der Marktdurchschnitt und grün ist weit überdurchschnittlich. Und Sie sehen auf der linken Seite, das ist die linkeste Spalte, die durchgehend grün ist, das ist unser JA Best. Das heißt, da haben wir wirklich auch so ein Stück weit in der Evolution der Entwicklung der Krankenversicherungstarife über die letzten Jahre hinweg jetzt wirklich nochmal ein Schippchen draufgelegt und einen sehr, sehr hochwertigen Tarif an der Stelle zur Verfügung gestellt. Erhältlich in drei SB-Stufen, von keiner SB über 550 bis 1200 Euro SB steht der Tarif zur Verfügung. Es ist eben ein spezieller Tarif nur für die Humanmediziner, deren Ehegatten, Lebenspartner, Lebensgefährten und Kinder. Beitragsfreiheit bei Bezug von Elterngeld in Höhe von bis zu 6 Monatsbeiträgen. Frühförderungsmaßnahmen bei Kindern sind mitversichert und der weltweite Versicherungsschutz für ein Jahr. Was bedeutet, das haben wir genau darauf maßgeschneidert, auf diese Zielgruppe, weil die sich eben sehr häufig im Ausland bewegt und deswegen auch den entsprechenden Versicherungsschutz benötigt. Leistung bei Kurzzeitpflege, bei fehlender Pflegebedürftigkeit, keine Zahnstaffel, hohe Beitragsrückerstattung, bei Leistungsfreiheit, 3 maßgebliche Monatsbeiträge in den ersten 3 vollen Kalenderjahren und dann bis zu 6 Monatsbeiträge nach 7 leistungsfreien Kalenderjahren. Ein ganz wichtiges Highlight, was wir auch mit reingenommen haben, mit dem wir gute Erfahrungen im Qualimed gemacht haben, Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, professionelle Zahnreinigungen sind sinnvoll und wichtig und deshalb werden auch diese nicht auf den Selbstbehalt angerechnet. Sie beeinflussen somit auch nicht den Anspruch auf die Beitragsrückerstattung. Offener Heil- und Hilfsmittelkatalog, das wird heute auch ein Themenstrang sein, besondere Methoden zur Schmerzausschaltung bei zahnärztlicher Behandlung, Leistungen bei Soziotherapie. Sie sehen also, am Ende kommt es ein Stück weit darauf an, welchen Kunden haben Sie eigentlich vor sich. Und dann ist es so ein bisschen, und damit wird der nachfolgende Vortrag beginnen, dann ist es so ein bisschen back to the roots. Fragen Sie einfach Ihren Kunden mal, was ist ihm wichtig, worauf kommt es Ihnen an? Und dann werden Sie auch den passenden Versicherungsschutz für den jeweiligen Kunden finden. Das ist das, was ich Ihnen zur Einleitung ganz gerne sagen wollte und ich gebe jetzt mein Wort weiter an Herrn Eschner. Ich darf mich für den Part erstmal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen noch einen tollen Verlauf der Veranstaltung. Danke.